Ja, herzlich willkommen zum Yakindo Traceability Webinar. Mein Name ist Ömer Gürsoy. In diesem Webinar möchten wir Ihnen das Produkt Yakindo Traceability vorstellen. Dieses Produkt dient insbesondere der Anforderungsverfolgung. Beginnen möchte ich mit einer ganz kurzen Einführung zu ITEMIS. Wer sind wir? Was machen wir? Die ITEMIS ist 2003 gegründet worden. Unser Hauptquartier sozusagen ist in Lünen. Lünen liegt bei Dortmund, wer es nicht kennt. Und wir haben einige Standorte in Deutschland. Etwa 6 Standorte sind verteilt geografisch auf ganz Deutschland. Berlin, Leipzig, Hauptstandort ist wie gesagt Lünen. In Kiel haben wir einen, in Bonn, in Frankfurt und in Stuttgart. 2 weitere gibt es im Ausland. Das eine ist in Frankreich und eines in der Schweiz. Die ITEMIS zählt aktuell 170 Mitarbeiter, die auf diese Standorte verteilt sind. Die ITEMIS AG ist strategisches Mitglied der Eclipse Foundation, eines von 10 Unternehmen und ist mit 2 Kollegen im Board of Member vertreten. Ich würde gerne noch mal hier ganz kurz unsere Automobilkompetenz hervorheben. Dies ist insbesondere daher interessant, dass wir hier aufzeigen können, dass wir in der Automobilindustrie die Anforderungen unserer Kunden kennen. Wir sind stark vertreten in einigen Standardisierungen. Beispielsweise unterstützen wir auch die Entwicklung von Open-Source-Werkzeugen als auch Nicht-Open-Source-Werkzeugen, die im Automobilindustriebereich sehr interessant sind. Zum einen ist das der REC-IF-Standard. Als Beispiel Requirements Interchange Format oder auch die AUTOSAR-Methodik. Hier sind auch so einige Kunden von uns aufgelistet. Wir sind sehr stark bei der Werkzeugentwicklung eingebunden bei diesen Kunden und kennen ja die heterogenen Werkzeuglandschaften unserer Kunden. Und daher haben wir auch sehr viel Erfahrung in diesen Bereichen gesammelt, die Integration verschiedener Werkzeuge angeht. Ja, kommen wir zum Thema Traceability. Warum eigentlich Traceability? Wie Sie alle sicherlich wissen, haben wir immer mehr Anforderungen im Bereich der funktionalen Sicherheit. Wir haben Systeme, die immer komplexer werden und daher haben wir entsprechende Prozessstandards, die ja, rechtlich anzuwenden sind, wie ISO 26002 oder Automotive Spice etc., die einfach aus diesen Gründen vorschreiben, Traceability auch in der Entwicklung von sicherheitskritischen Systemen anzuwenden. Das heißt, was wir dort feststellen, ist, dass wir individuelle Prozesse haben und individuelle Toolketten. Selbst innerhalb eines Unternehmens ist es so, dass man selbst in einem gleichen Teilbereich eines Unternehmens unterschiedlichste Prozesse hat. Die sind beispielsweise abhängig von der Auftragsvergabe und entsprechend individuelle Werkzeuge. Die halt einen sehr hohen Bedarf an Anpassung haben. Genauso sieht es dann auch mit dem Reporting aus, welches sich dann an diese Werkzeuge und Prozesse orientieren muss. Ganz kurz, ich denke, alle wissen, was Traceability bedeutet. Ja, es ist insbesondere dafür gedacht, damit man mitbekommt, wo Artefakte herkommen, was der Ursprung von Artefakten sind. Viele machen es einfach nur für ein Assessment, aber eigentlich tut man Traceability, Anforderungsverfolgung aus
insbesondere drei, vier Gründen. Das ist zum einen die Antwort, die Aufwandschätzung. Falls wir beispielsweise einen Change Request reinbekommen, dann können wir mittels Auswirkungsanalysen besser feststellen, was alles getan werden muss und entsprechend bessere Kostenschätzungen machen. Wir möchten mit Traceability den Entwicklungsprozess beobachten, entsprechend monitoren. Und ja, sehr wichtig, wir möchten unsere Systeme akkurat modifizieren bzw. disziplinübergreifend verifizieren. Jetzt ist es so, dass wir hier ja sehr viele Vorteile von Traceability nutzen können. Die Technische Universität von Ilmenau, die hat hier sehr gute Forschungsarbeit geleistet und hat diverse Industriepartner ja, interviewt. Was sind denn so die gängigen Anwendungsszenarien im Bereich Anforderungsverfolgung? Und diese haben wir mal hier gruppiert. Ich möchte, wenn ich gleich in der Demo das Werkzeug zeige, dann auf diese ja, Nutzungsszenarien konkret eingehen und zeigen, wie man die dann mit unserem Werkzeug dann durchführen kann. Das ist zum einen das Auffinden von ja, Begründungen und Ursprüngen von Artefakten. Das kann sich zum Beispiel ganz konkret so zeigen, indem man sagt, okay, ich möchte die Wesen Requirements Engineerings schauen, was der Ursprung ist eines Requirements oder während der Entwicklung von Tests möchte ich wissen, welches die ursprünglichen Anforderungen diesbezüglich waren. Ich möchte eventuell während des ja, Lösen von komplizierten Problemen herausfinden, wer denn die ursprünglichen Stakeholder waren, um mit denen dann entsprechend Diskussionen anzugehen. Andere Nutzungsszenario ist, Auswirkungsanalysen zu fahren. Beispielsweise habe ich einen fehlgeschlagenen Testcase, möchte ja, den Source Code diesbezüglich auffinden und mir diesen anschauen. Andere Nutzungsszenario wäre, ich habe ein Stück Code geändert. Welche Regressionstests muss ich hierzu anpassen? Oder beispielsweise einfach ein Artefakt verstehen, was ist denn alles hiermit in Beziehung? Oder ich möchte ja die Übergabe vom Entwicklungsteam zum Wartungsteam machen. Da ist es dann auch einfacher, wenn man dann die diese disziplinübergreifende Transparenz einfach übergeben kann. Weiter geht's mit den Coverage-Analysen. Hier ist es zum Beispiel ganz interessant, ab und zu mal zu schauen, wie der Status der Anforderungsentwicklung ausschaut. Sind für die nächste Iteration eingeplante Anforderungen alle auch erfolgreich getestet worden? Oder ich möchte mein Projekt- oder Release-Plan anpassen. Wie ist der Status? Andere Coverage-Analysen sind hier genannt. Diese Folien werde ich an alle Teilnehmer auch im Nachgang zustellen, sodass man sich diese Nutzungsszenario nochmal genau anschauen kann. Andere sehr, sehr oft genutztes Szenario, Nutzungsszenario ist die Navigation zwischen verlinkten Artefakten. Ja, das ist zum Beispiel interessant, wenn ich zwischen Spezifikation, Design, Test und Code navigieren möchte. Oder ich möchte innerhalb desselben Artefakttyps navigieren, indem ich ja, Abhängigkeiten zwischen
Funktionen einsehen möchte. Oder ja, ich möchte nach einer, wenn ich einen Change implementiere, schauen, wo muss ich überall schauen, was muss ich überall anpassen. Die zwei letzten Anwendungsszenarien, hier nochmal kurz genannt, das sind zum einen die Auswirkungsanalyse, falls ich eine Änderung so durchgeführt habe. Dies könnte ja insbesondere dort relevant sein, wenn sich Anforderungen geändert haben und ich sicherstellen möchte, dass ich alles auch berücksichtigt habe. Also welche Tests müssen angepasst werden, welche Implementierungen, welche Designs müssen angepasst werden, wen muss ich benachrichtigen, falls eine Anforderung sich geändert hat, etc. Und dann gibt es das letzte Nutzungsszenario, das ist die ja, reine Traceability-Dokumentation, beispielsweise für den Kunden oder für Zertifizierungszwecke. Wie gesagt, auf diese Nutzungsszenarien möchte ich dann gleich eingehen. Diese werde ich dann zeigen, wie setzt man diese Nutzungsszenarien mit dem Werkzeug um. Initial, als wir vor 5 Jahren begonnen haben mit dem Forschungsprojekt Werde, wollten wir ja das Thema Traceability näher beleuchten, haben uns angeschaut, welche Lücken gibt es am Markt, welche Herausforderungen gibt es am Markt und wollten diese Lücken dann schließen. Das war der Start der Entwicklung von Yakino Traceability. Und dort haben wir natürlich als erstes geschaut, was sind die größten Probleme. Und diese Probleme kann man eigentlich auf 3 Gruppen aufteilen. Das ist zum einen die Kostenfrage. Viele, die mit Traceability noch nicht in Berührung gekommen sind oder Traceability nicht optimal eingesetzt haben, haben die Befürchtung, dass Traceability kostenintensiv ist. Dem ist nicht so. Man hat festgestellt, dass wenn man Traceability optimal einsetzt, dass dort sehr schnell auch im Bereich der Kosten eine Optimierung erfolgt. Um dem entsprechend gegenzuwirken, muss man halt ein richtiges Traceability-Konzept haben und genau wissen, welche Vorteile man aus den Trace-Daten nutzen möchte, um entsprechend ein Over-Engineering in diesem Bereich zu vermeiden oder zu wenig zu tracen. Anderer Bereich ist die Tool-Unterstützung. Hier sieht es so aus, dass die meisten Werkzeuge sehr schwergewichtig sind oder auch sehr schwer einzurichten sind, wenn man insbesondere an ALM-Werkzeuge denkt. Die haben natürlich auch ihre Daseinsberechtigung und sind in ihren ganz gewissen Bereichen, Disziplinen sehr stark und sehr gut im Einsatz. Allerdings gibt es oft auch Disziplinen, die sehr schwer eingebunden werden können, beispielsweise das Tracen Richtung Code oder Richtung Design, insbesondere wenn man verschiedenste Werkzeuge im Einsatz hat. Und die letzte Gruppe der Herausforderungen ist im Bereich der organisationellen Probleme. Dort kann es zum Beispiel vorkommen, dass innerhalb eines Teams sogar unterschiedliche Sichten und Gewichtungen auf Traceability gesetzt werden. Oder manche befürchten sogar, dass Trace-Daten gegen einen persönlichen Audit eingesetzt werden könnten. Dem kann man natürlich entgegenkommen, indem man vernünftige Policies aufsetzt und diese dann allen Beteiligten zukommen lässt. Ja, wie sieht es aus in der heutigen Welt? Wir haben hier ein kleines Schaubild, sehr vereinfachtes Schaubild, mit welchen Artefakten man so zu tun haben könnte. Diese Artefakte hängen natürlich irgendwie in Beziehung.
Ich habe verschiedenste Issue Management Artefakte, habe dann ja, Planning Artefakte mit Features und Subfeatures, dann ja, First Level Artefakte wie Requirements, Dokumente, Modellelemente, Tests und Code. Jetzt ist es so, dass diese Artefakte in unterschiedlichen Werkzeugen, in unterschiedlichen Umgebungen leben. Hier sind ein paar verschiedene Disziplinen-Tools genannt, ALM-Werkzeuge, Issue-Management-Werkzeuge, RM-Werkzeuge. Und es sieht so aus, dass halt dort die Unternehmen unterschiedlichste konkrete Werkzeuge einsetzen. Das ist mal ein kleiner Ausschnitt, was so alles vorkommen könnte. Das eben war ein ganz einfaches Bild. Das ist jetzt schon mal ein Schaubild, was von einem echten Kundenprojekt kommt. In diesem Projekt wird ISO 26262 konform gearbeitet. Dort sind dann Werkzeuge im Einsatz wie PTC Integrity, Autosar-Modelle, die mit Eclipse Hardtop gepflegt werden, Eclipse UML2-Modelle, die ursprünglich aus dem Enterprise Architect kommen. Eclipse wird zur Code-Implementierung genutzt und verschiedene andere Werkzeuge. Hier sieht man, dass der Kunde mit sogenannten Samples arbeitet. Diese Samples werden auf Features aufgeteilt und entsprechend Subfeatures. Um diese Features herum hat man das ganze Change- und Issue-Management drumherum. Die Subfeatures werden sogenannten System Requirements zugeordnet, die natürlich ihren Ursprung von Input oder User Requirements haben. Und diese werden dann weiter getraced oder stehen in Beziehung zu Autosar-Modellen, UML-Modellen, MATLAB-Modellen. Und die werden natürlich irgendwo in Code umgesetzt und drumherum haben wir unsere Testing-Artefakte, wenn man an das V-Modell denkt, auf verschiedenen Ebenen. Ja, letztendlich sieht es oft so aus in der heutigen Welt, dass sehr viele der Meinung sind, Traceability ist wichtig, Traceability ist gut und hat sehr viele Vorteile, aber oft ist es so, dass dann Traceability tatsächlich nur für ein Assessment umgesetzt wird. Das heißt, oft sieht man das, dass der konkrete Systems-Ingenieur oder andere Ingenieure dann Trace-Matrizen aufstellen müssen, haben sehr viel Arbeit, diese Sachen zu pflegen, aber sehr selten großen Vorteil davon. Also dem möchten wir entgegentreten. Und ich möchte gleich dann zeigen, wie das mit dem Werkzeug Yakino Traceability so zu leben ist, dass man wirklich die Vorteile der Traceability den konkreten Nutzern, den System Engineers, Test Engineers etc. zur Verfügung stellen kann. Kommen wir zu Yakino Traceability. Yakino Traceability lässt sich anwenden in diverse Phasen, also es gibt ein paar Phasen, die ich hier einmal benennen möchte. Man muss zum einen das Werkzeug einmal einrichten und dann kann man es nutzen. Bei der Einrichtung gibt es dann die Phasen, dass man den konkreten Prozess einrichtet, also welche Artefakttypen habe ich und wie möchte ich die miteinander verbinden, die Linktypen. Dann kann man die Umgebung einrichten, also welche Datenquellen habe ich. Habe ich vielleicht ein ALM-System im Einsatz, die ich einbinden möchte oder andere Quellen, aus denen ich Trace-Daten ermitteln kann. Dann müsste man seine entsprechenden Reports designen. Dies könnten Coverage-Reports sein oder ja, Reports, die Poor Traceability reporten sollen, wie zum Beispiel Trace-Matrizen von Assessment. Und bei der Einrichtung ist es oft so, kommt darauf an, in welchem Industriebereich man tätig ist, aber oft ist es bei der
Entwicklung von sicherheitskritischen Systemen so, dass man das konkrete Werkzeug dann auch in seiner Umgebung qualifizieren muss. Bei der Anwendung kann man eigentlich sagen, man kann mit die Trace-Daten verwalten, man kann Trace-Daten analysieren und man kann Trace-Daten warten. Dies ist zum Beispiel interessant, um zu gewährleisten, dass die Trace-Daten einen konsistenten Stand haben, damit die Analysen entsprechend auch verlässlich sind. Bevor ich jetzt gleich das Werkzeug konkret zeige, möchte ich noch mal ganz kurz auf die Architektur eingehen. Der Kino Traceability kann man verstehen wie eine Art Cockpit, um Trace-Daten zu verwalten, anlegen, löschen etc. und Trace-Daten zu analysieren. Das erfolgt auf einem Persistenzlayer, der in der Lage ist, Trace-Daten aus verschiedenen Datenquellen zusammen zu aggregieren. Das heißt, Yakino Traceability ist in der Lage, Trace-Daten in Dateien abzulegen, kann das sogar auf verschiedene Dateien verteilen. Dies ist zum Beispiel sehr interessant in Szenarien, wo ein Hersteller ein Gesamtvorhaben auf mehrere Zulieferer verteilt. Und da könnte man sich vorstellen, dass jetzt die Zulieferer auch mit Yakino Traceability arbeiten, ihre Trace-Daten in Dateien pflegen und letztendlich könnte dann der Hersteller selber zum Schluss eine aggregierte Sicht über das Gesamtsystem bilden. Es gibt dann noch diverse andere Nutzungsszenarien, die dort mit gelöst werden können durch die Verteilung von Trace-Daten auf verschiedene Quellen. Diese Trace-Daten in Dateien, die müsste man natürlich irgendwie wie andere First-Level-Artefakte in Versionsverwaltungssystemen pflegen, wie zum Beispiel in Git oder Subversion oder PTC Source, und hat dann sozusagen einen konsistenten Stand, der dann zu den ganzen anderen Artefakten passt. Diese kann man dann natürlich taggen, baseline, wie auch immer. Unter anderem unterstützt aber Yakino Traceability auch die Ablage von Trace-Daten im Datenbanksystem. Hier werden gängige Datenbanksysteme wie Oracle, MySQL etc. unterstützt, aber auch Cloud-basierte Datenbanksysteme wie Apache Hive. Dann gibt es noch die Möglichkeit, Trace-Daten sozusagen abzuleiten. Da haben wir eine Mapping-Infrastruktur, die zur Verfügung stellt. Und somit kann man sich vorstellen, dass man Trace-Daten aus beliebigen Trace-Repositories ausliest, wie OSLC-Diensten oder ALM-Systemen wie PTC Integrity oder IBM CLM etc. Anderes Nutzungsszenario sind modellintrinsische Relationen. Beispielsweise hat man Trace-Daten in Autosar-Modellen, UML-Modellen, wenn man beispielsweise an die SysML denken. Dort gibt es auch die Möglichkeit, Requirements zu tracen. Oder man möchte andere Arten von Relationen als Trace-Daten interpretieren. Da kann man diese auch über das Data-Mapping den Persistenz-Layer zur Verfügung stellen. Diese Zugriffe könnten read-only sein, könnten aber auch mit Schreibzugriff versehen werden, falls man die Trace-Daten hier drüber pflegen möchte, aber doch irgendwie ein System ablegen möchte. Man kann das sogar weiterspinnen. Man könnte Trace-Daten aus ERP-Systemen beispielsweise beziehen. Also nehmen wir an, wir haben in unserem SAP-System eine Bestellliste für ein Hardware-Requirement. So möchte ich vielleicht in der Zukunft auch dies nachvollziehen können und möchte von meinem Hardware-Requirement auf die konkrete Bestellung navigieren können. So, also Yakino Traceability ist in der Lage, Trace-Daten aus verschiedensten Quellen zusammen zu aggregieren und dann eine aggregierte Sicht für die Verwaltung und für die Analyse zur Verfügung stellen. Bevor ich das Werkzeug jetzt gleich konkret zeige, möchte ich noch mal ganz kurz die UI
zeigen, eine kurze Einführung, was ich gleich zeigen werde. Wir werden anfangen mit der Administrationssicht, also wir werden uns in die Lage eines Process Engineers versetzen, schauen, wie konfigurieren wir Yakindo Traceability. Anschließend werde ich den Explorer zeigen. Das ist eine baumartige Sicht, Tree View, die dann uns es ermöglicht, innerhalb einer Tracing Chain zu navigieren. Dann werde ich den Editor zeigen, mit dem wir Traces verwalten können. Dann werde ich die grafische Overview zeigen, die wir beispielsweise für Impact-Analysen nutzen können, um schnell zwischen Artefakten zu navigieren. Dann wird es eine kleine Einführung in die Issues-View geben, in der man Validierungen durchführen kann. Beispielsweise werden dort dann aufgezeigt, wenn es suspicious traces gibt, also es wurde ein Requirement geändert, welche damit verbundenen Artefakte muss ich denn prüfen, ob die Anforderungen auch, die Anforderungsänderungen auch hier berücksichtigt werden muss. Und zu guter Letzt wird es nochmal eine kurze Einführung in das Reporting geben. Dort haben wir einen einfachen Report, den ich Ihnen zeigen werde. Und wie Sie sich sicher denken können, gibt es einen What You See is What You Get Report Designer, auf den möchte ich dann auch kurz eingehen. Okay, an dieser Stelle einmal eine kurze Zwischenfrage. Gibt es soweit Fragen schon mal vorab? Okay, soweit nicht. Dann würde ich auf das Werkzeug switchen und wie gesagt mich in die Rolle eines Process Engineers versetzen und Ihnen zeigen, wie man das Werkzeug konfigurieren kann. Hier ist die wichtigste Konfiguration sozusagen das Definieren der Artefakttypen. Hier in diesem Beispiel sehen wir, wir haben sowas wie User Requirement, Implementation, Feature, Architectural Design, Specification, System Requirement und Detailed Design. So, nun ist, gucken wir uns mal ein Beispiel an. Nehmen wir das Beispiel Architectural Design. So ein Typen, Artefakttypen, den vergibt man einen Namen, eine optionale Farbe, damit man diesen Artefakttypen dann entsprechend in den Views wiedererkennen kann. Man kann den gruppieren, also man kann Artefakttypen zu Gruppen zusammenfassen und diese dann als eine Gruppe dann auch entsprechend in den Views, wenn man filtert oder wenn man Reports designt, zu referenzieren. Und was sehr wichtig ist, ist der Adapter. Wir unterstützen von Hause aus ca. 100 Werkzeuge, gängige Werkzeuge, die am Markt existieren. In dieser Beispielinstallation habe ich hier ein paar Adapter installiert. In diesem Fall benutzt das Architectural Design den Eclipse UML 2 Adapter. Und jeder dieser Adapter kommt mit seiner eigenen Konfiguration. Um die mögliche Menge von Artefaktinstanzen genauer einzusetzen. Also, dieser Eclipse UML 2 Adapter, den kann man die Ressource angeben. Also, wo liegt konkret mein UML-Modell, das tracebar sein soll? In diesem Fall habe ich ein UML-Modell in diesem DEITMS Pedelec Design Projekt. Und dort liegt ein architecturaldesign.php-File, also ein Enterprise Architect UML-Modell. Dann ist es so, dass ich das trotzdem oft noch weiter eingrenzen möchte. Also ich möchte nicht in der Lage sein, alle Elemente aus dem UML-Modell zu tracen, sondern ich möchte nur Elemente tracen können, die vom Metatyp UML-Component sind. Hier habe ich auch eine Tool-Unterstützung, indem ich Syntax-Highlight und Code-Completion habe. Das basiert auf der Xtext
Technologie, also Steuerung Space, hilft mir, um die Schlüsselwörter aufzuzeigen. Und jetzt möchte ich nicht nur Komponenten tracen können, sondern auch URL-Interfaces. Das heißt, ich schaue hier nach dem URL-Metatag-Interface, füge den hinzu und somit kann ich dann auch zu URL-Interfaces tracen. Jetzt ist es so, dass ich dadurch die mögliche Menge eingegrenzt habe auf Komponenten und Interfaces. So ist das auch mit anderen Adaptern. Jeder dieser Adapter hat seine eigene Möglichkeit, die mögliche Menge der Instanzen dieses Typs einzugrenzen. Wenn wir das getan haben, müssen wir noch als wichtige Konfiguration festlegen, was wir miteinander verlinken möchten. Also, wir möchten beispielsweise ein System Requirement mit einem Architectural Design verbinden können. Wenn wir das getan haben, können wir bereits anfangen zu verlinken. So, dann möchte ich als nächstes wieder die Rolle des Process Engineers verlassen und gleich komme ich wieder nochmal auf ein paar Advanced-Einstellungen zurück, aber jetzt möchte ich Ihnen zeigen, wie man das Werkzeug dann konkret denn einsetzt. Man kann Artefakte miteinander verlinken in dem Editor, indem man ein A und ein B miteinander verbindet. Ich kann nach diesem Artefakten entweder suchen, indem ich diesen Dialog öffne, sage beispielsweise System Requirement. Und in diesem kleinen Beispiel habe ich in einem Racket-Modell 3 Requirements drinstehen. Ich kann jetzt eines dieser Requirements auswählen, es sozusagen als Artefakt A setzen und möchte im zweiten Schritt beispielsweise ein UML-Element damit verlinken. Ich öffne mein Enterprise Architect Modell. In diesem Fall öffne ich es über ein Produkt aus unserem Hause. Das nennt sich EA Bridge. Damit kann man Enterprise Architect Modelle in der Eclipse-Welt öffnen, navigieren. Und hier ist es so, dass ich jetzt beispielsweise mit der Battery-Komponente dieses Requirement verbinden möchte. Ich kann sozusagen in dem Werkzeug etwas selektieren und direkt ja, aus dem Authoring-Tool sozusagen hier als Beteiligten nutzen und drücke dann auf Save. Und somit habe ich dann jetzt hier eine Verbindung zwischen dem Requirement 1, Pedal Assistance und Battery. Jetzt ist es so, dass ich Ihnen zeigen möchte, wie man darüber navigieren kann. Also, man hat zwei Arten der Navigationsmöglichkeit. Zum einen dieser Explorer. Mit dem Explorer kann ich sozusagen eine Trace Chain unternavigieren und durch einen Doppelklick auf ein Element direkt das entsprechende Artefakt in seinem ursprünglichen Werkzeug öffnen. Beispielsweise, oder ich zeige es Ihnen direkt hier in der grafischen Übersicht, hier habe ich eine komplette Tracing Chain. Ich habe hier ein Feature, das kommt aus dem PTC Integrity. Das Feature ist verlinkt auch innerhalb PTC Integrity mit einem User Requirement. Dort ist es auch wiederum verlinkt mit einem Validation Test. Mittels diesem Schlosssymbol sehen wir, dass diese Tracelinks nicht mit der Key Traceability gepflegt worden sind, sondern die wurden in ein Fremdsystem abgelegt. Und wir lesen die nur und zeigen die hier, damit wir hier navigieren können, aber auch analysieren können. Ein Doppelklick öffnet direkt die Umgebung, also in diesem Fall die PTC-Oberfläche und zeigt uns direkt das Artefakt dort an, was gemeint ist. Ich kann hier beispielsweise
hier hinklicken und sehe, dieses User Requirement ist mit dem System Requirement REC 2 aus diesem REC-IF-Dokument verlinkt worden. Das ist wiederum verlinkt mit einem Word-Dokument und dort mit einer Textmarke 4. Das, wie gesagt, das Doppelklick öffnet das Werkzeug direkt und selektiert auch das entsprechende Artefakt innerhalb dessen. Die Selektion geht auch andersrum, also wenn ich hier draufklicke auf das, auf die Textmarke 3 beispielsweise, sehe ich hier, dass da keine Links zu existieren. Die grafische Übersicht kann sozusagen auch direkt als Live-Impact-Analyse genutzt werden. Also das meinen wir mit Traceability wirklich für die konkreten Anwender. Man braucht nicht erst eine Impact-Analyse triggern. Ich selektiere einfach in Word eine Textmarke und sehe direkt unmittelbar in dieser grafischen Übersicht, mit was das alles in Beziehung steht. Und kann dann dieses Ding nutzen, um direkt zu den Elementen zu navigieren. Also die Werkzeuge können auch geschlossen sein, wie in diesem Fall. Ich double-klicke drauf, das UML-Modell wird geöffnet und das entsprechende Artefakt wurde vorselektiert. Hier haben wir dann einen Link zu einer C-Funktion und dieses UML-Modellelement ist auch wiederum mit einem Simulink-Modellelement verbunden. Und hier sehen wir den Block in dem MATLAB-Simulink-Modell. An dieser Stelle vielleicht ein kurzer Hinweis. Das ist ein anderes Werkzeug von uns. Das ist der MATLAB-Simulink-Viewer, mit dem man ja MATLAB-Modelle read-only navigieren kann. Man kann sie zwar nicht editieren, aber man kann sie sozusagen navigieren und auch tracen. Also wie gesagt, ich selektiere etwas in dem ursprünglichen Tool und sehe dazu keine Links. Da selektiere ein anderes Element, das verlinkt worden ist und ich sehe direkt eine Live-Impact-Sicht. So. Jetzt ist es so, dass in diesem Werkzeug oder in diesem Beispiel ein sehr kleines Beispiel aufgesetzt worden ist, mit wenig Artefakten für Demo-Zwecke. Unsere Kunden haben es meistens aber mit 70, 80, 90.000 Traces zu tun, Projekten. Da ist es natürlich sehr wichtig, dass man entsprechende Filtermöglichkeiten hat, um diese Sichten anzupassen. Wir haben die Möglichkeit, verschiedene Gruppierungen, Sortierungen anzuwenden. Man kann sich aber auch hier sogenannte Filter zusammen konfigurieren. Ich möchte mal einen definieren. Und zwar möchte ich nur User Requirements oder System Requirements zu Architectural Design Traces sehen. Dazu kann ich mir dann hier eine Regel zusammen konfigurieren, indem ich sage, okay, Artefakt A soll vom Typ System Requirement sein, der Artefakt Typ B soll vom Typ Architectural Design sein. Diese Filter, die kann ich auch bequem mit meinem Kollegen austauschen durch eine Export- und Import-Funktion. Und wenn ich die dann definiert habe, kann ich diese Filter sozusagen hier aktivieren und würde auch nur noch die Traces sehen, die diesem Filter entsprechend genügen. Das kann ich natürlich auch hier in dieser Sicht machen. Beispielsweise bin ich Systems Engineer und mich interessieren gar nicht die Artefakte beispielsweise in PTC Integrity. Ich möchte nur System Requirements zu den Architectural Design Elementen sehen. Kann ich hier so einen Quick Filter anwenden und sagen, okay, ich möchte Architectural Design Elemente und System Requirements sehen und sehe dann nur noch die entsprechenden Artefakte hier. So. Jetzt ist es so, dass ich oft auch Impact-Analysen so durchführen möchte, dass ich
da entsprechend genau Change Impact Analysen brauche. Also irgendjemand hat Anforderungen angepasst im PTC Integrity beispielsweise, das User Requirement hat sich geändert und ich muss einmal ja, prüfen, hat das Auswirkungen auf die damit in Beziehung stehenden Artefakte. Das können wir machen, indem wir so eine sogenannte Suspicious Validierung durchführen. Die triggere ich jetzt gerade und sehe, dass wir hier drei Warnungen haben. Und zwar sehen wir das hier jetzt in dieser Tracing Chain. Da sind jetzt diese Warndreiecke hinzugekommen, die sagen, okay, da hat sich was geändert an den Requirements. Und zwar hat sich das System, der User Requirement 22380 aus dem PTC geändert und dieses Requirement hat sich wohl auch geändert. Somit sind die dahinterliegenden Beziehungen suspicious. Jetzt kann ich natürlich schauen, ist das alles okay? Stelle fest, gut, das hat beispielsweise in diesem Fall keine Auswirkungen. Dann kann ich die entsprechenden Artefakte korrigieren. Also, es gibt hier die Möglichkeit, dann Quickfixes dann zu nutzen, indem ich sage, okay, das Artefakt ist jetzt okay, ich möchte jetzt die Version aktualisieren. Zack. Und jetzt ist hier das Warnsymbol verschwunden. Jetzt müsste ich natürlich mir nochmal schauen, ist die Spezifikation in Word auch korrekt? Würde dann einmal reinschauen, okay, würde dann meine Änderungen durchführen, auch nicht. Dann könnte ich sagen, okay, das habe ich geprüft und das möchte ich jetzt auch aktualisieren. Schaue nochmal in mein UML-Modell rein, aha, das müsste ich vielleicht ändern oder auch wiederum nicht. Sage dann, okay, dies ist bearbeitet, aktualisiere die Version. Und somit bin ich dann wieder in einem konsistenten Shop. An dieser Stelle möchte ich dann jetzt auf die Reporting-Funktionalität eingehen. Jetzt ist es so, dass ich hier einen ganz einfachen Coverage-Report implementiert habe. Die Reports kann man triggern über den Wizard. Man hat die Möglichkeit, einen Default Report zu erstellen. Der wird mit dem Werkzeug ausgeliefert. Der zeigt aber nur Statistiken auf. Wie viele Traces gibt es, was wurde am meisten getraced, etc. Erweiterte Analysen wie ein Coverage Report, dafür müsste ich meine eigenen Design Templates erstellen, das habe ich, wie gesagt, in diesem Fall getan, sage ihm, wo er den Report ablegen soll und in welchem Format. Ich zeige Ihnen kurz den Desktop, also hier gibt es aktuell keinen Report. Und jetzt möchte ich diesen generieren. Nach der Generierung kann ich diesen öffnen und sehe diesen Coverage Report, wie gesagt, der ist für Demo-Zwecke sehr einfach gehalten. Der zeigt, welche User Requirements noch kein System Requirement zugeordnet haben. Und in diesem Fall haben wir im PTC Integrity, wo unsere User Requirements leben, 11 definiert und davon wurde nur einer getraced. Also 10 haben noch gar keinen Trace zu einem System Requirement. Wie gesagt, ist ein ganz einfacher Coverage Report. In richtigen Projekten hätte man Reports, die beispielsweise aufzeigen, welche User Requirements, die ich für die nächste Iteration eingeplant habe, wurden noch nicht erfolgreich getestet. Wie Sie sich sicherlich vorstellen können oder denken, gibt es hierzu natürlich auch einen Report Designer. Das Reporting in Yakindo Traceability basiert auf dem Eclipse Bird Projekt. Eclipse Bird steht für Business Intelligence and Reporting Tools. Das Werkzeug ist sehr gut und steht zu kommerziellen Werkzeugen nichts nach, wenn man es beispielsweise mit Crystal Reports vergleicht.
Hier hat man die Möglichkeit, beliebige Report-Items wie Tabellen, Charts etc. auf seinen Report zu legen. Hier habe ich in diesem Fall eine Tabelle und kann dann mit sogenannten Treibern, die wir für Word zur Verfügung stellen, ganz bequem auf Traceability-Daten zugreifen und sogenannte Datasets definieren. Hier habe ich beispielsweise ein Dataset All User Requirements. Durch unseren Treiber werden dann entsprechende Wizards für Word zur Verfügung gestellt, die man dann ganz bequem links verlinkte Artefakte, Ressourcen etc. abgreifen kann und sogenannte Candidates. Candidates liefern dann alle möglichen Kandidaten, die von einem Artefakttypen existieren. Also hier sehe ich die ganzen Artefakttypen, die ich in der Traceability definiert habe und durch Auswahl eines Typs bekomme ich dann all die möglichen Kandidaten geliefert. In diesem Fall, wie gesagt, hatte ich 11 User Requirements in PTC abgelegt. Und dann kann man seine Datasets zusammenjoinen. Also hier habe ich beispielsweise abgegriffen die User Requirements, die mit System Requirements verlinkt worden sind. Sage ich da, ich möchte alle Links haben, kann hier beispielsweise auch die Filter, die ich in Yakindo Traceability definiert habe, nutzen. In diesem Fall habe ich aber keinen Filter in Yakindo Traceability definiert, sondern hier wurde ein Filter mit Word definiert, indem man sagt, okay, der Type A ist User Requirement, Type B ist System Requirement. Und da gab es nur einen Link. Und diese beiden Mengen werden in einem sogenannten Joint Dataset zusammengejoint und die Ergebnismenge wird dann sozusagen an diese Tabelle gebunden. User Requirement without System Requirements. Genau, also man hat die Möglichkeit, sehr schnell mittels diesem Werkzeug seine individuellen Analysen aufzusetzen. Kommen wir wieder zurück zu Yakindo Traceability. Vielleicht nochmal an dieser Stelle ganz kurz die Frage, haben die Beteiligten Fragen soweit? Okay, dann würde ich jetzt an dieser Stelle nochmal auf Advanced Topics eingehen, beispielsweise wie wir Trace-Daten aus anderen Quellen, wie beispielsweise so ein ALM-System wie PTC Integrity abgreifen. Also gehen wir wieder in die Sicht des Process Engineers, rufen unseren Configuration Editor auf und wie ich bereits in der Präsentation gesagt hatte, haben wir die Möglichkeit, Trace-Daten aus verschiedenen Quellen zusammenzuarbeiten. Diese Trace-Quellen nennen wir Data Storages. In diesem Fall haben wir zwei Data Storages im Einsatz. Zum einen die File-basiertes Data Storage, wo wir nativ Trace-Daten ablegen. Also hier haben wir eine Datei mit dem File 0 und die liegt in unserem Workspace hier unter de-itemis-padlet-tracing-model-und-data.crema. Das ist diese Datei. Also unsere manuell angelegten Trace-Daten liegen in dieser Datei. Wie gesagt, man kann das halt auch in einer Datenbank abbilden. Macht man das aber so, wie wir das jetzt hier getan haben, in einer Datei, dann müsste man die Projekt genauso wie alle anderen Artefakte in einem Versionsverwaltungssystem ablegen. Benutzt man die CDO-Variante, also die Datenbank-Ablage, gibt es auch bei uns die Möglichkeit, innerhalb dieser Datenbank Trace-Daten zu taggen, zu branchen. Das ist insbesondere wichtig, wenn man ein Baselining durchführt. Man muss natürlich in seinem Configuration Management sicherstellen, dass dann eine Baseline sowohl im ALM-System, wenn man bereits im Einsatz hat, als auch in der Trace-Datenbank durchgeführt wird. Aber das ist, glaube ich, auch ganz klar. Im anderen Fall
haben wir jetzt hier eine PTC-Datenquelle. Wie gesagt, ist vom Typ PTC. Dem gibt man dann an, wo der Server ist, welcher Port genutzt wird, ob die Verbindung secure ist, also hat eine SSL-Verschlüsselung verwendet, etc. Und man kann hier die Projekte eingrenzen, indem man agiert. Hier gibt es halt auch Syntax-Highlighting und Code-Completion. Mit Steuerung Space bekomme ich alle Projekte angezeigt, die es auf dem PTC-Server gibt, auf die ich Zugriff habe. In diesem Fall haben wir das Padlet-Projekt im Einsatz. So, wenn man das getan hat, dann kann man sozusagen bestimmte Link, oder fangen wir mit dem Artefakttypen an, beispielsweise User Requirement, hat man ja gesagt, das kommt aus dem PTC, der benutzt auch den PTC Integrity Adapter und dort mappe ich sozusagen meinen Typen auf entsprechende PTC Item Types. Wiederum mit Steuerung Space bekomme ich hier angezeigt, welche PTC-Typen es auf meinem PTC, also welche Item-Types es auf dem PTC-Server gibt und kann diese Typen aufeinander mappen. Ich kann sogar ein Conditional Mapping durchführen. Und zwar ist es oft so, dass auf PTC-Seite alle unterschiedlichen Arten von Requirements vom Item-Typ Requirements sind. Aber ich möchte das bei mir in der Pingo Traceability beispielsweise noch expliziter machen. Dann gibt es sozusagen auf der PTC-Seite Attribute, die ich prüfen kann. Hier sehe ich bei dem Item Type Requirement gibt es auf dem PTC-Server Attribute wie ein ASL-Level und diverse andere Typen. Und diese Typen kann ich nochmal prüfen und sage, okay, ich möchte ein Requirement auf ein User Requirement in der Pingo Traceability mappen, nur wenn es auf PTC-Seite von der Kategorie User Requirement ist. Und dann kann ich noch Folgendes machen. Ich kann noch weitere Metadaten durch der Pingo Traceability durchschleifen, damit ich sie beispielsweise zur Verfügung stelle in der Reporting Engine. Ich wollte in diesem Fall, habe ich ein Custom Attribute definiert, Text, und mappe auf der PTC-Seite das Attribut Text hier auf mein Custom Attribute Text. Und somit steht dieses Attribut dann auch in meinem Reporting zur Verfügung. Das sehe ich dann hier beispielsweise, wenn ich den Report nochmal öffne und mir die Datasets anschaue, dass dort in den Preview Results der komplette Text durchgeschliffen worden ist. Und somit kann ich diese weiteren Metadaten in der Traceability, in Yakino Traceability irgendwie nutzen. Schauen wir uns das nochmal für ein weiteres Beispiel an. Zum Beispiel im Validation Test, da habe ich auch ein Mapping. Validation Test ist halt ein Test Case in PTC, wird auch nur gemappt, wenn die Kategorie Validation Test ist. Und dort habe ich am Validation Test so ein Attribut namens Last Result, wo dann von der letzten Test Session das Ergebnis angeheftet wird. Und dieses mappe ich dann auf mein PTC Last Result. Und somit kann ich dann auch in meinem Report, zum Beispiel in einem Test Coverage Report, aufzeigen, welche Tests denn erfolgreich durchgeführt worden sind. Genau. So, dann kann ich auch noch Folgendes machen. Ich kann sagen, welche Links aus welchen Datenquellen kommen. Beispielsweise hatten wir die Verbindung zwischen einem User Requirement und hier in diesem Fall diese User Requirement 22380, was aus dem PTC kommt. Schauen wir uns das mal im PTC an. Na. Das ist der Vorführeffekt. Entschuldigen Sie bitte, ich probiere es erneut. Aha.
So, hier habe ich dieses User Requirement mit der ID 22380, wie wir hier sehen. Und das ist verbunden mit einem Validation Test 22303. Wie gesagt, das Schloss-Symbol zeigt uns, dass das aus einer anderen Quelle gelesen worden ist. Wenn ich hier unter Relationen zu dem Record schaue, dann sehe ich, dass das irgendwie mit einem Feature 22388 verbunden ist. Das ist dieses da oben. Und mit einem Validation-Test 22303. Und diese Beziehung, User Requirement zu Validation-Test, kommt aus der Datenquelle PTC. Und ich muss Ihnen sagen, wie diese Beziehung gemappt wird. Und zwar, wie wir dort auch gesehen haben, da gibt es das Attribut Validated By. Das muss ich hier referenzieren, damit dann der Kindle Traceability in der Lage ist, diese Beziehung in einen Yakindo Traceability Link zu verwandeln. So, das soweit hierzu. Wie greifen wir Daten aus anderen Quellen? Wir haben da beliebige andere Storages, beispielsweise RecGIF. Man kann sich vorstellen, dass ich in einem RecGIF-Modell Links habe. Diese möchte ich auch als Trace-Daten interpretieren können und die stehen dann auch hier zur Verfügung. Bei dem Editieren von Traces, wie gesagt, ich kann einfach etwas selektieren. Ich selektiere beispielsweise diese Textmarke 002, kann die dann hier direkt in meinem Editor als Participant nutzen, also als Beteiligten und diesen dann mit anderen Elementen in Beziehung setzen. Schauen wir uns nochmal vielleicht an. Jetzt möchte ich das auch mit dem System Requirement Limit Pedal Assistance in Beziehung setzen. Setze das als B, sage Save Link und schon habe ich jetzt zwei Specification Artefakte, die mit dem System Requirement in Beziehung stehen. Ja, genau eine Sache noch in der Live-Demo, die Möglichkeit, wie gesagt, weitere individuelle Attribute hinzuzufügen, sowohl an Artefakttypen als auch an den Linktypen. Bei Artefakttypen haben wir gesehen, zum Beispiel das PTC Last Result, das haben wir gemappt aus einem anderen System. Bei Linktypen kann man sich beispielsweise vorstellen, was ein Kunde von uns macht, ist hier Variantenmanagement-Informationen abzulegen. Da gibt es beispielsweise die Möglichkeit, hier Feature Expressions niederzulegen, die dann ausgewertet werden, ob eine konkrete Link-Beziehung für eine konkrete Variante auch gültig ist. Man kann sich aber auch diverse andere Nutzungsszenarien für individuelle Attribute vorstellen. Somit ist das Metamodell, das Datenmodell von Yakindo Traceability auf individuelle Bedürfnisse erweiterbar. Man hat die Möglichkeit, hier auch, wie gesagt, Kategorien für Artefakttypen zu definieren. Man könnte sagen, okay, ich möchte alle Requirements irgendwie zusammengruppieren können und kann dann bei den Artefakttypen sagen, okay, User Requirements sind vom Typ Requirements und die System Requirements sind vom Typ Requirements und kann diese dann gemeinsam nutzen in meinen entsprechenden Filtern oder im Report-Design etc. Dann kann man Artefakt-Link-Typen auch klassifizieren. Das heißt, wenn ich beispielsweise zwischen User-Requirements und Validation-Tests diese Link-Art näher beschreiben möchte, dann könnte ich zum Beispiel solche Klassifizierungen hinzufügen, wie Satisfy oder Validate oder Refine. Und kann diese dann diesen
diesen Linktypen zuordnen. Und wenn ich dies dann speichere, habe ich dann Zugriff und kann die dann hier jetzt aufsehen. An dieser Stelle möchte ich dann switchen zu, erneut zurückswitchen zu den Folien. Um nochmal kurz zusammenzufassen, was macht Yakindo Traceability insbesondere aus? Also, wo es sehr einfach ist, ist sozusagen den Prozess zu tailern. Das ist auch das Feedback unserer Kunden. Sie müssen nicht groß ihre Prozesse über Tage hinweg konfigurieren, sondern den Prozess, wenn man genau weiß, was man machen möchte, dann kann man den Prozess innerhalb eines halben Tages aufsetzen und die Fremdsysteme einbinden etc. Es ist, wie Sie gesehen haben, alles sehr konfigurativ. Weiterhin ausmacht Yakindo Traceability die Tool-Unterstützung. Wir unterstützen mehr als 100 gängige Werkzeuge, die es am Markt gibt. Aber wir haben die Schnittstellen auch so implementiert, falls Sie eigene Werkzeuge einbinden möchten, dann können Sie das sehr bequem machen. Tool-Adapter ist schnell implementiert, kommt natürlich auf das System drauf an. Wenn es ein ALM-System ist, was wir noch nicht unterstützen, kann das schon mal ein paar Tage länger dauern. Aber man kann sagen, so ein Tool-Adapter kann man in der Regel im Schnitt zwischen 2 und 10 Tagen implementieren. Dann, was andere Werkzeuge nicht bieten, was auch sehr einen großen Vorteil den Entwicklern und den Ingenieuren zur Verfügung stellt, ist die Live-Impact-Analyse, die wir gesehen haben. Allein durch Setzen des Fokuses in ein Werkzeug, beispielsweise ich setze den Cursor in eine Funktion in meiner Entwicklungsumgebung, sehe ich direkt eine Impact-Analyse und kann schnell zu den Werkzeugen navigieren. Ich muss nicht erst einen PTC-Client öffnen oder ein Enterprise Architect-Modell öffnen und dort das verlinkte Element dann suchen, sondern Double-Click genügt, das Werkzeug wird geöffnet und das entsprechend verlinkte Element wird direkt angezeigt. Dann ist es so, dass wir halt eine direkte Auto-Tool-Navigation haben. Weiterhin unterstützen wir die Trace-Datenpflege durch nicht-invasive Links. Das heißt, wenn wir Elemente verlinken möchten, beispielsweise Textmarker in Word mit einem REC-IF-Requirement, dann müssen wir keine Hooks einbauen in die Werkzeuge oder in die Artefakte, sondern wir halten die Trace-Daten nicht invasiv. Falls es aber in Ihrer Tool-Landschaft invasive Traces geben sollte, dann können wir diese natürlich über das Mapping interpretieren und analysieren. Eine weitere Besonderheit ist die Möglichkeit, Trace-Daten zu verteilen. Wir unterstützen die Trace-Daten-Aggregation. Und somit können bestehende Links aus verschiedensten Quellen zusammen aggregiert und analysiert werden. Dann haben wir die Möglichkeit, verschiedene Validierungen durchzuführen, um Daten konsistent zu halten. Dadurch, dass wir die Möglichkeit haben, sozusagen diese Candidates zu definieren, können wir durch einen automatischen Job, der beispielsweise einmal pro Nacht läuft oder einmal pro Woche läuft, schauen, ob die Trace-Daten, die nicht invasiven Trace-Daten natürlich, ob die noch gültig sind. Indem man einfach schaut, sind die verlinkten Artefakte denn noch existent? Wir unterstützen verschiedenste Versionierungsverfahren. Wie gesagt, wir können in der Datenbank Trace-Daten ablegen, können dort versionieren, können aber auch Trace-Daten in Dateien ablegen. Diese können in Versionsverwaltungssystemen geführt werden, etc. Und wir bieten standardisierte Schnittstellen, um
Zum einen, ja, wie Sie gerade gesehen haben, Trace-Daten aus Reporting, aus der Reporting Engine abzugreifen. Wir nutzen im Backend auch das Eclipse Modeling Framework, also das aggregierte Modell ist ein EMF-Modell. Somit können Sie mit Eclipse-Werkzeugen, die eine EMF-Unterstützung haben, das aggregierte Trace-Modell beliebig bearbeiten, validieren, verifizieren, transformieren etc. Und es in einem der nächsten Releases, vermutlich gegen Ende des Jahres, wird es eine erste OSLC-Implementierung geben. Somit können Sie dann aus anderen Drittwerkzeugen, die OSLC unterstützen, die Trace-Daten, die aggregierten Trace-Daten nutzen. Das ist insbesondere auch bestimmten Szenarien interessant, wo Sie OSLC-Dienste nutzen möchten, aber das Werkzeug ist noch gar nicht unterstützt, aber Yakindo Traceability unterstützt es. Beispielsweise PTC Integrity. Sie haben PTC Integrity im Einsatz. PTC Integrity unterstützt kein OSLC. Wer weiß, vielleicht tut es ja bald, aber aktuell ist es so. Und wenn wir diese OSLC-Schnittstellen zur Verfügung stellen, dann könnten Sie sozusagen auch die PTC-Daten über eine OSLC-Schnittstelle konsumieren. Okay, vielleicht nochmal zwei abschließende Folien. Wie ist Yakindo Traceability entstanden? Wie gesagt, wir haben vor 5 Jahren angefangen mit dem Forschungsprojekt Werder, mehrere Iterationen mit unseren Forschungspartnern durchzuführen. Das sind große Industriepartner, Siemens etc. gewesen, wo wir natürlich das Feedback in das Werkzeug wieder einfließen müssen. Dann wurde das Werkzeug in ein paar internen Projekten eingesetzt. Selbst wir bei Yakindo Traceability nutzen Yakindo Traceability, um bei uns die Anforderungsverfolgung zu gewährleisten, um entsprechend beispielsweise diese TÜV-Zertifizierung zur Verfügung zu stellen, also Assessments von Yakindo Traceability selber. Und wir haben genauso das in Kundenprojekten mehrere Zyklen hier schon durchlebt, indem wir ja richtiges Usability Engineering durchführen. Dort führen wir immer wieder Interviews durch, machen auch Feldanalysen, schauen, wie gehen die Kunden mit den Werkzeugen um und lassen die Erkenntnisse wieder zurück in das Produkt einfließen. Letztendlich möchte ich meine letzten Worte mit abschließen. Yakindo Traceability. Nutzen Ingenieure Traceability oder setzen oder leben Traceability nicht nur, um einem Audit zu genügen, sondern sie nutzen Traceability, weil sie wirklich Vorteile daraus schöpfen können. Okay, vielen Dank soweit fürs Zuhören. Jetzt würde ich gerne fragen, haben Sie noch weitere Fragen? Keine Fragen? Nicht vergessen, falls Sie Fragen haben, bitte auf Unmute klicken. Okay, ich dachte, es gibt noch Diskussionsrunden, deswegen planen wir auch immer 1,5 Stunden ein, von 10 bis 11.30 Uhr. Somit sind wir dann recht vorzeitig fertig. Dann möchte ich mich an dieser Stelle an alle Zuhörenden bedanken. Und falls Sie weitere Fragen haben, dann können Sie mich jederzeit kontaktieren oder über das Kontaktformular auf yakindo.de oder yakindo.com.
auch das gesamte Traceability-Team erreichen. Einmal hier auf Kontakt und schon können Sie uns erreichen oder direkt per E-Mail. Traceability@yacquinto.de. Okay, vielen Dank. Somit ist das Webinar beendet. Auf Wiedersehen.